Moin Leute, was geht? Mein Name ist Gamescom auf der PlayStation 4. Mann, ich weiß nicht, was los ist. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe mir seit kurzem ein Samsung Galaxy S3 Neo gekauft. Niegelnagelneu. Ich gehe mit dem Teil wirklich pfleglich um. Auf jeden Fall wollte ich heute mal ein Video machen über einen Abonnenten. Ein Video, wo ich über einen YouTuber rede, und zwar über den Steve. Ich wollte so ein schönes kleines Real-Life-Video machen, aber das S3 Neo lädt nicht mehr. Das heißt, ich habe einen Stecker drin, diese Samsung Galaxy 3 Netzteil oder wie das Ding heißt. Habe es ganz normal angesteckt. Aber es geht nicht an. Es bleibt schwarz. Es lädt den Akku nicht auf. Und deshalb kann ich irgendwie das Video jetzt nicht machen. Deshalb muss ich das Handy jetzt... ich muss auf jeden Fall dahin, wo ich mir das Handy gekauft habe. Und die müssen mal schauen, was da los ist. Sorry, Steve. Aber dein Video wird auf jeden Fall noch kommen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie so ein Let's Play machen, wo ich über dich rede und ein paar Leute kille. Ich weiß nicht, das wollte ich einfach nicht machen. Auf jeden Fall, mein S3 Neo funktioniert nicht, aber ich habe ja noch Garantie drauf. Ist ja alles halb so schlimm. Die Technik halt wieder, da kann man eben nichts machen. Jo, Let's Plays. Was soll man da sagen? Ja, Let's Plays gibt es en masse. Es gibt Millionen, vielleicht sogar hunderte Millionen Let's Plays, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber es gibt schon bestimmt schon 8 bis 15 Millionen Let's Play Videos auf Deutsch, nur in Deutschland oder auf deutscher Sprache besser gesagt. Der ganze YouTube ist wirklich voll. Das fängt von Minecraft an, das fängt von Call of Duty an und hört bei kleinen Kackspielen auf. Alles wird eigentlich Let's Played. Selbst Pokémon wird Let's Played. Ich habe ja da eigentlich so relativ keine Lust mehr auf Let's Plays, weil ich weiß einfach nicht. Ich finde Real-Life-Videos einfach ein bisschen cooler, muss ich euch sagen, ne? Weil ich da euch in die Augen sehen kann und so weiter. Und ja, natürlich hat so ein Let's Play viele Vorteile. Natürlich meine Real-Life-Videos, ihr seht mich, ich rede da ein bisschen, ihr hört vielleicht noch ein bisschen Hintergrundmusik, die ich jetzt zurzeit mache. Und das war's. Bei einem Let's Play wie hier, da bin ich in einem Auto, da gibt es mal eine Explosion. Kann ich euch mal zeigen hier. Das ist einfach... Oh Mann, nein. Da ist einfach mehr Action in einem Let's Play Video als in einem Real Life Video. So, pass mal auf. So, die Granate kocht zurzeit. Nennt man das? Also wenn der Stift und alles weg ist, dann kocht die Granate und dann macht's Boom. Und ich denke mal, die Explosion hat keiner überlebt. Ja gut, ich bin auch tot. Nun ja, was wollte ich sagen? Ja, ich nähere mich ja immer mehr den 3000 Abonnenten. Es ist ja schon eine Wahnsinnszahl, 3000 Abonnenten. Wow, hätte ich niemals gedacht, als ich mit YouTube angefangen habe, dass ich überhaupt mal in der Nähe der 3000 Abonnenten-Marke mich befinden würde. Und das freut mich einfach, dass ich sehr coole Abonnenten habe, wie euch, die mich einfach ja, schauen, die mich feiern vielleicht, wie man das nennt. Feiern, also ich weiß auch nicht. Naja, ihr wisst ja, ich bleibe ich und ich werde auch keine YouTube-Werbung schalten auf YouTube und somit sind meine Videos für euch auch werbefrei. Wie lange das noch ist, weiß ich nicht, da YouTube natürlich vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommt, auch YouTube-Werbung zu schalten, obwohl man nicht monetarisiert ist. Oder dass man YouTube eigentlich nur noch nutzen kann. Vielleicht entwickelt sich YouTube auch so, dass man YouTube nur noch nutzen kann, wenn man ein YouTube-Abonnement hat. Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Zukunft von YouTube ist. Es interessiert mich eigentlich auch gar nicht,
weil YouTube nicht mein Lebensinhalt ist. Es ist nicht mein Leben wie bei anderen größeren YouTubern, die wirklich alle 10 Minuten auf YouTube ihre Kommentare checken. Das sind ja diese riesen YouTuber, die pflegen ihre Community teilweise sehr stark. Und nee, also das wäre mir wirklich zu viel, YouTube als mein Lebensinhalt zu sehen, weil YouTube ist eine Videoplattform, ein virtuell. Ich sehe das eher als virtuell, ich sehe das gar nicht so als real an, dieses YouTube, ne? Ich sehe da die Kommentare von euch und man kann sich das auch gar nicht bildlich vorstellen. Ich meine, wenn ich ein Video mache, zum Beispiel das letzte Video oder das vorletzte oder vorvorletzte Video über den Drachenlord, als das Real-Life-Video über 1000 Views hatte, dann muss man sich mal das vorstellen, dass das ein kleines Konzert ist. Ein kleines Konzert hat mir zugeschaut. Und das ist schon irgendwie... Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Und wenn man dann die Kommentare sieht und da muss man sich natürlich auch vorstellen, dass jedes Kommentar eine reelle Person ist. Ne? Das kann ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen sein oder es kann auch der alte Wilhelm Kramer LP sein, der wieder irgendwie unter irgendwelchen YouTube-Kanälen seine blöden Sprüche hinterlassen muss, weil er einfach klickgeil ist. Alles ist möglich. Jeder kann da sein. Theoretisch könnte natürlich auch Taylor Swift mein Video kommentieren. Es ist halt alles möglich, aber es ist eher unwahrscheinlich. Nun ja, ist auch egal. Ich bin auf jeden Fall draußen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 4 und ciao.